Ja, dann gibt's nichts Leckeres zu trinken. Warte, kann ich dem nicht die Aufgabe geben, Fische zu besorgen? Nee, ich glaube nicht. Bullfisch. Doch, Und wir kann er? geben, ja. Oh mein Weil wir Gott. in der Nähe vom Wasser sind, da kann er das machen. Geil. Sehr nice. Auch ich mich mit dieser niederen Aufgabe nicht. Oh. Ja. Ich hab. Statt angespitzt habe ich unseren Wall gekürzt. Ja, schön, dann kannst du dir erstmal. Oh Gott, ey, meine Güte, einmal mit Profis. Hey, das ist doch nur ein Stück, was ich jetzt halt gekürzt habe. Ja. Mann. Egal. Reiß den kurz heraus, damit ich den. Wunderbar. Ab ins Wasser damit. Mein Gott, das passiert halt. Ja. Passiert. Oh, cool. So. Hey, Kevin. Hat er einen Fisch? Hat er? Er hat einen Fisch. Ich habe einen Rotfisch. Oh. Gott. Kelvin, die alte Legende. Oh Gott, ey. Ihn hat nur ein L gerettet. Ja. Wobei Kelvin halt auch schon so nah dran ist an Kevin, das ist. Ah, da fehlt auch nicht mehr viel Eigentlich schon halt. keinen Unterschied mehr. Perfekt. So. Ball ist angespitzt. Jetzt noch ein bisschen weiter an. Da ist gerade irgendwen erschlagen hier. Hey, wen hat mir noch einen Fisch gebracht? Das ist doch super. Für was sollen wir denn jagen gehen? Also. Sag mal, kann es sein, dass ich gerade hier Stämme multipliziere? Also verdopple? Weil hier droppt immer einer raus, aber ich habe immer noch einen in der Hand. Aber ich kann nicht bauen, das ist das Problem. Wir können hier die Ecke nicht zumachen gerade. Ja, ist das vielleicht zu steil, dass da nichts mehr geht? Was mich wundert, dass sie hier ver. Kann ich hier links daneben setzen? Ja, geht. Also Vielleicht ich können wir sehe da ein hier auch bisschen. keine Markierung, wo ich irgendwie was machen kann. Hier ist immer rot. Ich habe jetzt einfach Stämme dupliziert, lol. Warte mal, geht jetzt hier? Ja, da geht's wieder. Da geht's auch wieder. Ich versuche jetzt da irgendwie zuzubauen. So, ja. Die zwar, also wird jetzt nicht den Schönheitswettbewerb gewinnen. Aber ich gehe Aber einfach einmal. muss es ja auch nicht. Gehe einfach einmal kurz an den, um den Block und komme mit $200 wieder. Ja. Warte mal, ich mach mal eben kurz hier. Holst du noch ein paar Stämme eben ran? Nein. Ja, okay. Bin gerade noch am Anspitzen. What the fuck? Das ging jetzt schnell dunkel. Das wird jetzt sehr schnell dunkel. Ja, ich mache hier gerade schon mal ein Feuerchen. Ja. Nur schon mal die Plane. So. Okay, wir hatten noch einen Fisch. Das ist sehr gut. Dann kannst du den direkt erstmal gleich aufs Feuer schmeißen. Und er geht wieder Fische sammeln. Das ist doch schön. Okay. Drei rohe Fische. Die Plane. Ich lege die mal hier hin. Eck darunter eine Lok.
So, und dann könnten wir eigentlich auch schlafen gehen. So, da fehlen uns noch so ein paar Stimmen ist Ecke dazu. Ja. Brauchst du jetzt sofort was für Essen, oder? Nee. Okay, dann lass uns mal schlafen. Okay, dann schlafen wir speichern. Erstmal. Speichern? Ja. Genau. Und dann schlafen. Dann schlafe ich, schlaf. Sehr gut. Ach, überstanden. Also. Ja, gib mal kurz Essen rüber. Ich auch. Ich brauche trinken. Ja, lauf doch nicht weg. So. Wo ist. Alles. Ah, danke. Echt ein Fisch? Brauchst du einen Energy Drink? Ich habe Energy Drinks. Ja, ich habe Energy Drinks. Okay. Brauchst du zwei Fische oder einen? Reicht. Zwei. Wunderbar. Ja. Nom, 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 nom. Der ist den so wundervoll. So. Erst den Kopf ab. Bei den einen hebe ich mir noch mal ein bisschen auf. Ich brauche den nicht ganz. Ja. Guck mal, da kommt auch schon der nächste Fisch. Ja, perfekt. Und damit ist natürlich so. Kevin gemeint. Kevin. Du Fisch. Jetzt hast du ihn doch Kevin genannt. Musst du dich aber auch entschuldigen, ne? Das weißt du schon. Ich häng schon wieder im Wasser. Im Wasser. So, okay, gut. Ich habe auch wieder ordentlich getrunken. Das ist super. So. Ordentlich getrunken hast du. Hast du ja, ordentlich gebechert gestern? Ja. Ja, ja voll gebechert. Immer was alles, du, was ich alles getrunken hab gestern, du. Ich sag dir das. Gabi, du hängst da die ganze Zeit schon fest. Du kannst da nicht irgendwie weg. Entschuldigung. Da ist der Spot. Da ist der nächste Spot. Oh, okay, es ist richtig schwer dort. Ist richtig schwer dort, die zu platzieren. Die Stämme. Aber es geht. Irgendwie. Oh, Kelvin. Ja, schon wieder ein Fisch. Schön. Kleintierfalle brauchen wir gefühlt gar nicht. Wir haben Kelvin. Ja, besorge ich uns noch die Fische. Ja, egal, bauen wir trotzdem. Also, ein paar Kleintierfalle ist. Man baut ja schon einiges, so ist ja nicht. Vor allen Dingen können wir jetzt eigentlich auch mal eine Trocknungsstation bauen, weißt du? Ja. Baue ich uns hier rein. Ich mach immer das Inventar auf, ne? So. Trockengestell. Am besten irgendwo an die Mauer oder so, dass es nicht mittig ist. Aber mittig bauen wir dann uns das schöne Häusel. Okay, geil. Der Wall ist fertig. Ja, nice. Der Wall ist fertig. Hör mal, Gabi. Bist du... Gabi, du rennst die ganze Zeit hier in... Knochenlager bauen wir auch mal hier hin. Also ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich habe das Gefühl, wir werden Probleme haben mit Gabi. Oder wir müssen zumindest einmal vielleicht das Game neu starten. Weil sonst kommt die da unten nicht raus. Ich kann sie umbringen. Ja, oder man lässt es. Okay. Okay. Hast du noch ein paar Stöcke hier für ein Knochenlager? Stöcke, ja, kann ich bestimmt gleich reinbauen. Ich guck gerade nur wegen der Tür. Irgendwie muss man die doch verriegeln können. Immer wieder drücke ich falsch. Bauen wir hier noch ein Stocklager. Wieder hier. Und noch ein Steinlager. So.
Hey, sie sieht ganz schön blutig aus, ne? Holy shit, was ist denn mit der Tür? Was ist mit dir? Ich hab das Gefühl, die Tür ist ein bisschen buggy gerade. Geht wieder. So. Okay. Okay. Wir brauchen jetzt trotzdem weiterhin erstmal Stämme. Keine Ahnung, was mit Calvin hier los ist, aber okay. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Vielleicht war das doch noch nicht so smart, die Sachen an den Seiten ranzustellen. Warum? Wir müssen erst die Verstärkung von dem Wall noch machen. Ah, ja, das stimmt. Ich guck mal, vielleicht kann ich's schon machen, obwohl das da steht. Weil ich habe die Verstärkung eh nicht hinbekommen, also sogar als da nichts stand. Irgendwie muss das eigentlich gehen. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur dumm bin, aber... Ja. Es wird wahrscheinlich sein, dass ich dumm bin, aber... Vielleicht... Es liegt im Rahmen der Möglichkeiten, ne? Ja, wahrscheinlich ist es. Sehr wahrscheinlich. So, kannst du Calvin vielleicht schicken, dass er mal Holz holen geht und dann im Lager das macht? So, du gehst kurz mit ihm ins Lager, dann sagst du, er soll Stämme besorgen und fallen lassen. Und dann macht er das eigentlich und bringt die dorthin. Ich kann ihm auch einfach sagen, Behälter füllen. So. Ja, gut. Dann macht das so. Hol Stämme und Behälter füllen. Das schauen wir jetzt erstmal. Fische führen. Achso, oh. Warte mal, ich wollte erstmal gucken, ob ich die Verstärkung machen kann. Ich bin behindert. Ja. Dann habe ich das gerade. Ich war währenddessen dabei, das abzubrechen. Und er baut es einfach zu Ende. Ja, ich bin behindert. Sorry. Unser Micha hier. Schlimm. Einmal nachdenken. Ist hier nicht irgendwo ein Stamm? Ja, was man vielleicht sagen könnte, ist, wir versuchen jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen öfter auch was aufzunehmen. Vielleicht ja auch was anderes als nur Sons of the Forest, aber wir versprechen lieber nichts. Kanäle sind schon die Leichen des Todes. Ja. Toter geht nicht. Ja, aber wollen wir mal nicht zu viel versprechen. So, jetzt ist die Frage. Wie macht man denn die? Aua, ach Gott, jetzt bin ich wieder ins Feuer gejumpt. Ja, kann ich bitte aufhören zu brennen? Machst du sehr schön. Bin sehr, sehr schön. Meine Güte, ey. Muss ich wirklich ins Wasser springen? Klappt. Oh nein, oh. So sollte es eigentlich nicht sein. Ja, ich wollte da einen Steg runterbauen. Ja, ich habe nur einen Steg gebaut, sondern... So, ja. Ja, das kann ruhig dann nochmal so. Ja, oder so. Oh, auf der Seite geht's, ja. Das sieht schon gut aus.
Du hast einen falschen Stamm, das ist kein ganzer. Ja, weil ich den hier aus Versehen also zerkleinert habe als. Also ich verstehe noch nicht, wie man den Ball verstärkt. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Ich verstehe es auch nicht. Das ist die Sache. Also irgendwie. Brauchen wir dafür vielleicht auch nur Hälfte? Also so halbe Dinger? Wollte ich doch jetzt gar nicht so machen. Na gut. Ich damit erstmal. Guck nochmal ins Handbuch rein am besten. So, Handbuch habe ich jetzt. Modus wechseln. Wo waren das? Grundlegende Wand, Tür, Fenster, einzelne Stufe, einfache Ball, Dach, Spitzen, Treppe, Rampe, Verteidigungsmauer. Und dann solltest du halt eigentlich einfach einen normalen Stamm nehmen und den könntest du da dran packen. So lese ich das zumindest. Ja. Aber. Anspitzen. Das nicht. Holz nehmen. Und irgendwie dran packen. Genau. Tja. Warte, wir sind ja heutzutage, es gibt ja die Technologie. Ich google es einfach mal kurz. Google ist dein Freund. Sons of the Forest. Sieh das doch nur. Nee, ich will das hier runter sliden lassen. Entschuldigung. Ah, ich glaube, es funktioniert gerade hier nicht. Weißt du was? Das, was mir gerade auffällt? Ja. Wir brauchen das Ding gar nicht. Guck mal hier vorne. Hier kannst du einfach runtergehen und trinken. Warte. Wo? Hier? Hier. Ja. So viel zu. Nee, es geht nicht. Ey, es geht ja auch nicht. Nee, ich habe übrigens gerade mal geguckt. Du kannst das nicht verstärken. Das okay. Bild soll eigentlich zeigen, wie du deine Dings, wie du ein Tor herstellen kannst. Das soll das Tor sein. Aber du kannst aktuell das noch nicht machen. Also, das kann keiner machen. Du sollst eigentlich hier halt so einen Baumstamm nehmen und hier so mit einem richtigen Blickwinkel soll das dann gehen und sowas, aber also sagen wir, die können aber keinen Beweis liefern. Und das soll dann halt eigentlich dieses Tor sein, was du ja möchtest. Mhm. Also verstärken können wir die nicht so. Mehr. Ja, jetzt haben wir das Ding hier genau in der Mitte, ne? Wir müssen den Holzspender mal wegnehmen. Ja, können wir ja machen. Weil wir wollten ja eigentlich genau hier in der Mitte bauen. Ja, das können wir ja machen. Eben kurz die Stimme hier an die Seite. Oh. Aua. Sorry. Ich bin dumm. Schmeißt mich einfach. Anders geht das nicht, ne? Wir müssen das kaputt machen und es. Ich glaube ja. Okay. So. Okay. Guck mal kurz, ob schon irgendwas kaputt gegangen ist. Ich repariere mal ein bisschen. Okay.
Ja, das sieht sehr schön aus, was du da machst. Zack. Zack. Okay, ich würde erstmal sagen, erstmal machen wir 4. Ach so. Und dann das machen wir 5. Hast du jetzt noch einen 5. dran gemacht? Ja, dann mache ich den halt. Egal, wieder. Nee, so. lass, okay. Mach einen 5. Ist geiler, wegen der Tür. Dann ist die Tür mittig. Haha. So. Okay. Perfekt. So. Okay. So, wir machen jetzt, glaube ich, 5x5 einfach. Ja. So, ich baue hier mal noch. Machen wir draußen die Holzbehälter oder sollen die hier drin sein? Nee, mach dir ruhig dann hier drin irgendwo ans Tor hier an die Seite. Ja. Okay. Also ich würde sagen, wir bauen jetzt hier an die Welle halt den Scheiß dran. Aber was ja. Er machen kann, weil wir haben ja jetzt Knochenbehälter, wir haben einen Steinbehälter, einen Stockbehälter können wir noch machen, den könnte er dann mal voll machen. Genau, den wollte ich jetzt eigentlich machen, aber dann war das wegen Dings. Weil du meintest, dass du nicht weißt, mit dem Verstärken da. Habe ich den abgerissen gehabt? So. Deutsche Sprache, schwere Sprache bei uns. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Behält dafür ihn von Stöcke. Du hast hier jetzt lange noch gechillt. Ich kümmere mal einen leckeren Fisch jetzt eben noch, den mir gegeben hat es. Ja, mach das. Oh, so ein paar Heidelbeeren als Nachspeise. Die hängen hier und trocknen noch weiter. Die sind nicht trocken. So, Medikamente haben wir, Energy-Riegel, Energy-Drinks, 6 Wodka-Flaschen, holy shit. Crunchy-Runchies. Die sind echt gut ausgerüstet aktuell. Ja. Vor allem, weil wir eine moderne Axt haben. Ja. Und die Taschenlampe. Für die Nacht halt oh, mega. Scheiße. Geil. Oh, okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt unser Fort kaputt machst, ne? Ich dachte gerade so, scheiße, ist das nicht zu nah. In die Richtung wollte ich den Baum nicht fallen lassen. Nein! Mann! Ja? Fliegende Stämme! Oh Gott! Komm mal hier rüber. Ich sehe sie. Hui! Geil! Ja? Das Spiel ist noch Early Access. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben. Oder, ob man, weniger. Oder ob man das merkt. Nee, nein. Das ist ganz normal. Das ist halt, ne? Das ist halt dieses besondere Naturerlebnis der fliegenden Stämme. Das wusstest du halt nur noch nicht, ne? Ach so, ja. Das tritt jedes halbe Jahr auf, ne? Ach so. Das ist normal. Das muss so. Ja. Ja. Die Eingeborenen kommen dann auch immer eigentlich hier für ein Ritual hin. Ach so, Ja, genau. Na dann, ja. Und dabei werden halt eben, wird halt ein Baum gefällt, der halt ins Wasser fällt, ne? Ja. Ja. Und dann ist das und, Leben, wird das Leben gefeiert. Da ist das Leben toll, weil diese Stämme symbolisieren halt einfach ein sprunghaftes Dasein. Okay, gut, hör auf. Was man eigentlich nicht so haben wollt, so will, ein sprunghaftes Dasein, aber ja. Ja, genau. Ja. Man möchte quasi dem sprunghaften Dasein vorbeugen, indem man einmal im Jahr oder im halben Jahr halt einmal die Stämme springen lässt, dass man selbst halt sesshaft ist. Sesshaft ist. Oh Gott. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Geil, wie die Stämme einfach drüber schmeißt. Schön. Was soll ich denn sonst machen? Nee, es ist geil. Ich glaube, ich wäre einfach immer mit den Stämmen einfach reingelaufen. Also ist viel einfacher. Na klar. Wir sind doch so stark. Natürlich. Machst du das im echten Leben etwa nicht? Doch täglich. Ja. Ja, das ist mein Baumstamm weit werfen. Da bin ich Weltmeister drin. Ich glaube, es gibt das wirklich. Ich wollte gerade sagen, machen das die Schotten nicht? Ja. Ich meine, ich glaube, die machen Weltmeisterschaft das. Drin.
Aber die haben ja eh für alles Weltmeisterschaften, weil sie sonst in den normalen Sportarten nichts geschissen bekommen. Oh, böse. Jetzt kommen die Schotten und machen dich fertig. Also, hätte ich jetzt nicht so gedroppt, bin ich ehrlich an deiner Stelle. ist schon risky. Der Deutsche kriegt doch auch nirgends mehr was geschissen. Ja, das sowieso nicht. Also von daher. Wir sind eins. Na? Schottland, Deutschland, sind, alles dasselbe. Wir sind alle scheiße. Richtig. Oh. Na. Hab ich dich gerade getroffen? Ja, in der Tat. Lebst du noch oder bist du schon tot? Nee, ich lebe noch. Alles gut. Okay. Ich meine Chelsea oder Madrid, ne? Hauptsache Italien. Ja. Da gab es vor kurzem auch einen Kommentator, also in der Konferenz von Italien. Also in den Konferenzen ist es ja dann immer so, dann schreist du ja, also wenn ein Tor fällt, schreist du als Kommentator ja immer so, ja, Tor in Bayern zum Beispiel oder so. Ja. Na, oder eher gesagt Tor in München. Aber da war das dann so, das Spiel wurde gerade übertragen von Neapel. Und dann schreit ein anderer Kommentator auf einmal so, ja, Tor in Neapel. Und der Kommentator so, in Neapel, das bin ich doch. Und dann kurze Pause. Und dann, Tor in Mailand. Ups. Was passiert? Da auch die ganzen Kommentare nur so, Neapel oder Mailand, Hauptsache Frankreich. Ja. So. Guten alten Memes. Also oder Lurch, Hauptsache Federn. Eben. So, Steine hier mal wegnehmen. Gott, Alter, wir bauen uns hier eine riesen Butze, Alter. Holy ja. Shit. Wir eskalieren ja auch einfach nur komplett. Ja. Es gibt mehr als nur eine Person auf YouTube, die eskalieren kann, was große Butzen angeht. Bei uns habt ihr das nur noch nie gesehen, weil das erste Mal ist, dass wir ein Survival-Game spielen, so richtig. In Minecraft haben wir immer nur Kellerhäuser gebaut. Stimmt, in Minecraft haben wir immer Keller gemacht. Einfach nur reingegraben und fertig. Ja. Und am besten oben drüber war ein Haus von einem Villager. Und der dachte sich dann auch nur so, okay, ist jetzt mein Haus, dein Haus? Was ist jetzt los? Ah. Ah. Der dachte sich, ah. Ah, okay. Das war nicht mehr mein Haus. Kinder, wir müssen umziehen. Wir haben neue scheiß Nachbarn. Die haben uns ausgenommen. Das sind nicht mehr die Nachbarn, sondern das ist jetzt unsere Nachmieter. Eigentlich sollten es mal nur Nachbarn sein, aber die dachten sich zu voll, ein eigenes Haus zu bauen. Ach Mensch, Gabi! Gabi ist gerade bei uns in der Butze drin. Oh, in der Butze! In der Butze. In der Butze. Was macht die denn in deiner Unterhose? Ich weiß nicht, was die da sind. Die Frage, ja. Frage ist, findet es auch hier wieder hinaus? Ist doch egal. Gut. Aber sie hat es geschafft aus dem Wasser raus. Ja, das ist richtig. Und sie rennt wahrscheinlich jetzt. Sie rennt ins Wasser. Ach nee, doch nicht. Oh, die hat ein Geschenk. Hat sie ein Geschenk? Die hat was. Die hat Aloe Vera für uns. Oh. Servus. Oh, danke schön. Mensch, danke. Gabi. Brauchst du jetzt nicht wegrennen? Und Kelvin direkt hinterher. Kelvin so, warte! Du hast die Tür aufgelassen! Ich glaube, der Kelvin ist einfach ein bisschen verliebt. Kelvin ist verliebt. Ja. Okay. Stimmt. Erster Nachteil daran, dass wir das Lager so nahe gebaut haben. Du musst wirklich aufpassen, wo du hinguckst, sonst nimmst du anstatt. Alter! Warum machst du hier jetzt immer so Dings? Das müssen wir doch gar nicht. Die Balken noch. Müssen wir nicht? Nee, ich meine nicht. Sicher? Kannst auch hier jetzt schon direkt so machen. Einfach länger her.
Inventar. Ja. Ohne Problem. Okay, okay. Guck mal. Aber schön. Nee, das Ding ist, das Dach können wir halt nicht so bauen. Weil dann wir müssen uns halt überall Stützbalken hinmachen. Das ist halt scheiße. Ja, aber das kriegen wir ja hin. Oh. Nein, warte. Ach, Mann. Ich glaube, wir können hier auch trotzdem dann noch ins Haus so nach oben einfach Balken machen, weißt du? Weil wir haben ja prinzipiell trotzdem jetzt diese Balken. So, ist das Ding ist, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Guck mal, weil theoretisch müsste man doch jetzt an jeder scheiß Ecke einmal einen Balken nach oben ziehen, oder nicht? Von der Bude. Ich glaube nicht. Müssen wir, glaube ich, nicht. Treppe, Stütze. Ach so, warte, ich bin im falschen Modus. Da ist natürlich alles einfach nur sehr... Doch. Guck mal bei Stützen. Du kannst... Du kannst solche kleinen Stützdinger... Dafür brauchst du auch die kleinen Holzdinger. Damit kannst du solche Stützen bauen und kannst dann in der Mitte die Stützen, die Pfeiler wieder wegmachen. Ja. Aber ich glaube, du brauchst gar nicht. Also, ich würde das jetzt erstmal gucken, ob wir das so vielleicht auch hinbekommen. Ja, ich würde das so bauen, wie es hier vorgeschrieben ist. Unten mit diesen Stützen, weißt du? Ja. Und das ist 4, also ich glaube, das ist die Breite von 4 dann. Das heißt, irgendwo ist dann nochmal eine Stützreihe dann extra, aber egal. Mein Gott. Egal, ich guck mal. Ich tob mich mal aus beim Bausystem jetzt. Ja. Alter, was für... Wir eskalieren echt. Das ist krass. Aber... Ich finde... Es wird schon, ne? Ja, also dafür, dass wir... Also ich hätte nicht gedacht, dass das sofort so gut wird für uns. Ich meine aktuell, wie lange nehmen wir jetzt auf? Stunde 37? Oh. Also bei mir anderthalb Stunden, aber ja, davor kommt natürlich noch die Sequenz, wo ich ja nochmal neu starten musste. Das ist jetzt die komplette Aufnahme. Hey, Gabi! Ja. Nee, also, ich gehe schon zurück. Keine Angst, ich gehe schon zurück. Ja, Gabi will nur was von mir, ja?